Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein Let's Play zu, beziehungsweise ein Let's Test zu Snake Classic und ich habe gerade ein bisschen mit dem Headset rumgefummelt und es hat sich wahrscheinlich scheiße angehört, aber egal. Oh, hehe, Start Game. Ich bin ein Noob. Erstmal gut, die Hintergrundmusik ausgeschaltet. Muss ja auch sein. So, also es ist hier auf jeden Fall Snake praktisch nur mit der Maus gespielt und das ist dann so ein bisschen, ja, kann man so sich cooler bewegen, sag ich jetzt mal, ne? Wofür ich mich entschuldigen müsste, das sind die schwarzen Streifen am Rand oben, oben, weil ich, weil es das Spiel nicht im 16:9 Format gibt und, YouTube unterstützt ja jetzt nur noch 16:9 Formate. Seit neuestem. Seit ungefähr einem halben Jahr. Naja, ja. Das Gute ist, ich muss nur mit einer Hand spielen. Und mit der anderen Hand kann ich dann... Ihr wisst schon, was ich meine. So. Also, wir werden schon ganz schön lang, ne? Mensch, langer! Also, ich sollte vielleicht nicht unbedingt sagen, wir werden lang und dabei die Geräusche machen hier. Ich mach die Geräusche gerne. Macht Spaß. So, wir holen jetzt mal einen anderen Skin. Einen anderen Minecraft-Skin. Der ist cool, der verfärbt sich nicht immer so. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und ich werde den Link auch in die Beschreibung packen. Womöglich. Falls ich es nicht vergesse. Wupp. 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 Ja, die ganze Ecke, der ist mal riskant. Oder die hier an der Wand. Wieso müssen die denn da Bälle platzieren? Ich mag doch Bälle. Also... Wir sollten jetzt hier nicht zu sehr in Sexualitäten umschweifen, sondern eher mal lieber auf die Hippie-Farben machen. Wie, welche Farbe hat diese Schlange? Bunt, glitzernd. Okay, er hat Drogen genommen. Verhaftet ihn. Oh mein Gott. Yay, und jetzt das letzte in der Ecke. 6.950 Punkte. Und wir nehmen nochmal den Skin, weil er einfach so cool ist. Man sieht schon, die Arenen werden immer schwieriger und schwieriger. Aber es ist aber schon eine Weile her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Muss ich ja ehrlich zugeben. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So. Alles klar. Noch ein Ball. Noch ein Ball, noch ein Ball, noch ein Ball. Schau mal, wie geschmeidig man sich da fortbewegen kann, wenn man das mal mit dem normalen Snack vergleicht. Ganz geschmeidig. Oh, das war knapp. Das war knapp, Junge. Geschmeidige Fortbewegung ist Oh, das war auch knapp. Also, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht an den Rand komme. Ja, das sieht wunderschön aus. So macht Snake doch Spaß. Oh, let's go. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. In Klammern leider. Finde ich persönlich auch ein bisschen doof. Aber ich habe zum Glück gerade keine so Stimme. Nur eine Stimme, die man nach so einem Konzert hat. Also wenn man es gegeben hat. So. Oh yeah. Ich mag die bunten Bälle. Ach, ich wollte ja hier nicht in Sexualität umschweifen. Wupp. Yeah, drei in einer Reihe. Wir gewinnen. Drei gewinnt. Okay. Dance, 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 dance. Wie sieht das ja für eine Schlange recht komisch aus, ne? Wenn man ehrlich ist. Weil eigentlich heißt das Spiel ja Classic Snake, beziehungsweise Snake. Eine Schlange... Also, die Form von dieser Schlange hier erinnert mich ein bisschen an so... Ja, wie heißt das gleich mal? So Kobras, so König-Kobras. Weil, zumindest deren letzten Teil vom Schwanz. Da sind die auch so komisch geriffelt, sag ich jetzt mal. Geriffelt, ja, Junge! So. Bunte Bälle! Mamma mia! Nein!
Scheiße. Ne, wir müssen mal einen anderen Skin nehmen. Disco, Disco, Party, Party. Disco, Disco, Party, Party. Okay. Dann fällt mir jetzt eben... So. Anderer Skin. Nehmen wir den Zyklopen. Der guckt mich gerade an. Obwohl, eigentlich ist der jetzt ja dreieugig, ne? Bah. Sieht ein bisschen widerlich aus, das Viech. Sieht ein bisschen aus wie so ein Inder. Also ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass Inder widerlich sind, aber mit diesem Punkt auf der Stirn, ne? Wisst ihr Bescheid? Bitches. Eier, Eier, Eier. Ach stimmt, das sind Eier. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit Ostern. Das ist die Ostersuche, die nachträgliche Ostersuche. Mensch. Wer hätte es gedacht? Ei. Ei. Eieiei. Ei, ei. Shaky, 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 shaky. Wir werden gleich deswegen abkatzen, aber egal. Es kommt ja auf den Spaß an. Alter, ich habe das Spiel das letzte Mal vor einem Jahr oder so gezockt. Und ich kenne den Sound immer noch. Also ich will jetzt hier nochmal kurz Move machen. Wow. Ja. Und durchbekommen. Hoppa. Das ist ja nicht Skill. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Level, oder? Wie viel haben wir schon aufgenommen? 6 Minuten. Ach, dann können wir noch ein paar Level machen. Ich dachte, irgendwie hätten wir schon länger aufgenommen. Weil normalerweise, wenn ich aufnehme, dann geht die Zeit so ganz brachial schnell weg und dann hat man gar nichts mehr so vom Tag. Oh. Yeah, 2 in der Reihe. Ich schnapp immer nur die andere Kugel, die beiden anderen, die ja da rechts sind. Die ignoriere ich einfach mal. Hey, weißt du eigentlich, ich ignoriere dich. Ja. Macht auch dann total viel Sinn, das zu sagen, ne? Einen anzusprechen. Hey, ich weiß. Weißt du, ich ignoriere dich. Das macht immer total viel Sinn. Ja. Und Drain und Snaken. Wir snaken uns hier herum. Wie Snake. Oder Snape. Und dann kommen wir unser Sake, also unseren Sarg. Alter, das war knapp. Dring. Ach, was ich auch nochmal zeigen kann, daran erinnere ich mich gerade, wenn wir erstmal einen neuen Skin nehmen. Nehmen wir mal hier einen blauen. Wenn man zwei Dinge hat und... Nehmen wir noch ein paar mehr. Das ist immer relativ cool, dann können wir uns drehen. Wir sind jetzt hier so eine Klapperschlange. Ah ne, was machen Schlangen überhaupt nochmal? Doch. Ich sehe schon, ich rotze gleich wieder mit meinem Bildschirm an. Also das wieder habe ich natürlich nur gesagt, weil ich ständig meinen Bildschirm anrotze. Weil ich so... Weil ich gerne rotze und das mache ich auch gerne dann vom Bildschirm. Boah, kennt ihr auch diese Leute, die ganze Zeit immer rotzen müssen, wenn sie irgendwo stehen an der Bushaltestelle oder so, die ganze Zeit... Da wird jede 2 Sekunden gerotzt, ey. Oh Gott, ist das widerlich. Mann, was haben die davon, ey? Haben sie vielleicht ihrem Revier markiert? So. Juhu! Ah, ist das schön, ist das schön, ist das toll. Ich mag dieses Spiel, weil das ist mal so ein bisschen was anderes. Ist zwar Retro, wegen... Boah. Niemals rechtsklicken bei sowas. Also, es ist zwar Retro, aber... Dennoch neumodisch. Ich finde, das Spiel ist eine gute Verbindung daraus. Übrigens wird diesen Part hier nur in, ich weiß nicht, 360p, maximal 480p geben, weil sich das einfach nicht lohnt, hier 720p rauszuknüppeln. Weil die Auflösung zu schlecht ist von dem Spiel. Ich könnte sie zwar auch besser machen, aber dafür ist mein Bildschirm dann zu klein. Nein! Ihr könnt mir ja einen neuen Bildschirm schenken, dann ist es ja... Dann ist das was anderes. Juhu! Ja, geschafft. Wir machen jetzt hier nochmal so ein bisschen Parade, Parade. Bis wir verkacken. So, wir folgen uns selber. Nee, ich will das haben. Oh Gott, das wird knapp. Woohoo!
Ja, ich mag diese abgerundeten Formen dabei. Das ist lustig, die zu erstellen. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung, falls ihr es auftesten wollt. Oder spielen wollt, oder was auch immer. Und ich werde am Ende dieser Let's Tests, glaube ich, immer eine Bewertung abgeben von dem Spiel. Das klingt eigentlich ganz gut. Ja. Bewertung klingt ganz gut. Heißt ja schließlich auch Let's Testen, ne? Da macht das ja auch irgendwie in gewissen Weise Sinn. Ne, weil dann wird ja etwas getestet, etwas überprüft, wie in der Schule, und ein Test ist immer mit Bewertung. Man muss ja das Getestete bewerten. Genauso wie Stift- und Warentest, wie Lehrer, wie leere Lehrer, wie dumme Lehrer, ich meine natürlich, diese intelligenten Lehrer. So. Wie sieht das denn cool aus, wenn das da so vorbeizieht? Jetzt wollte ich so abgerundete Form machen und trifft das Ding nicht. Immer schön abgerundet. Aber dem Level kann man leider nicht so gut tanzen wie zum Schluss vorhin. So, hoppa. Das ist schön immer runde. Die ganze Form. Das ist ja auch bei Frauen wichtig, ne? Ah, das war schlecht. Was sind das für Dreiecke auf den Blöcken da? Ich hab Angst. Sind das Illuminaten-Dreiecke? Wir müssen Galileo Mystery einschalten. Übrigens, ich habe es ja schon mal gesagt, dass das Spiel spielt mit einer Hand, und was ich gerade mit der anderen Hand mache, das wollt ihr nicht sehen. Aber ihr könnt es gerne sehen auf www.youporn.com/GünterLP. Ich sehe schon, in 10 Jahren gibt es diese Seite, und dann geht er irgendwie drauf, und dann, boah, dann findet er wirklich irgendwie sowas. Nein! Nein! Okay, wie lange nehmen wir schon aus? Auf, nicht aus. 12 Minuten, ja, das ist ganz gut, das ist eine schöne Zeit, ne? Ja, ist gut, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das Spiel auch spielen, indem ihr den Link in der Beschreibung anklickt, bla bla bla, und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Test. Haut rein! Bitch.